Hey Leute, willkommen zurück zu Tiny Rogues. Ja, ich habe kurz schon überlegt, ob ich jetzt erstmal mir so die Seelen ein bisschen für neue Klassen aufspare, aber das könnte noch ein bisschen dauern und das wird mir jetzt hier erstmal auf jeden Fall mehr helfen. Ich bin nach wie vor der Meinung, ich nehme hier weiter diesen Ring. Mit Bomben starten ist ja auch super. Das ist auch sowieso alles zu teuer. 20 Gold starten. Ich glaube, für mich ist das halt echt erstmal so am besten. Das sind halt dann im Prinzip auch nur so Items. Auf der anderen Seite, wenn ich den immer nehme, dann blockiert er halt auch immer den Platz für den Ring. Aber ja, gut, dann machen wir das erstmal so. Okay. Das hier wäre natürlich auch nicht so verkehrt. Das wird dann allerdings schon 1000 Seelen wieder kosten. Das ist halt jetzt noch zu teuer. Und sonst so Ausdauerregeneration brauche ich jetzt, glaube ich, nicht so. Das auch nicht. Crit, 1% Crit. Ah, das ist mir auch, das war alles zu teuer. Das ist mir echt alles zu teuer. Attack Speed, 2%. Kostet halt nur 300, aber trotzdem. Aber auf der anderen Seite... Ja gut, ich nehme jetzt einmal das mit Attack Speed. Mehr Schaden gegen untote Gegner. Brauche ich jetzt, glaube ich, noch nicht so. Shrine Effect Duration, das ist... Kann man auch nehmen. Günstigere Items. Das wird sich lohnen, wenn ich da 5 Punkte drin hätte. Aber so jetzt um 4%, ich weiß ja nicht. Genauso wie das hier. Da müsste ich halt wirklich komplett die Punkte reinpacken. Mehr Physical Damage. Auch nur 2%. Das kostet 600. Dann nehmen wir das noch. Und dann machen wir das auch nochmal. Das scheint mir erstmal so am sinnvollsten zu sein. Gut. Trotz Nahkämpfer lief das letztes Mal eigentlich ganz gut. Dann würde ich fast sagen... Ich nehme mal den Magier. Warum nicht? Gucken wir mal. Ich wollte erst einen Ranger wieder nehmen. Oder ich könnte auch einen Cleric nehmen. Cleric ist natürlich schon nicht schlecht hier mit Short Rest. Vor allen Dingen, wenn man eher dazu neigt, ein bisschen Schaden zu bekommen, so wie ich hier noch. Deswegen... Das ist halt auch alles so ein bisschen... Das ist ja theoretisch dann schon eine ganze Ecke schwächer. Hat zwar mehr MP, aber... Gut, du hast halt Stärke und Int. Ja, komm, ich nehme jetzt mal hier den Sorcerer. Schlüssel oder ein Schrein? Schlüssel oder ein Schrein? Schlüssel brauchen wir, glaube ich, jetzt erstmal noch nicht. Machen wir das erstmal so. Vielleicht kriegen wir ja irgendwas Nettes beim Schrein. Attack Speed, ja, das ist auf jeden Fall schon nicht schlecht. So, Bomben oder ein Schlüssel? Ich nehme erstmal Bomben. Also 20% machen sich auf jeden Fall schon ganz schön bemerkbar. Intelligenz oder mehr Bomben? 2 Bomben sollten erstmal reichen und ich würde dann auch gern wieder... Verdammt. Da habe ich mich auch verpasst. Vor dem ersten Boss dann einen Perk bekommen. So, ein Schlüssel oder Bomben. Dann nehmen wir jetzt auch einen Schlüssel. Noch ein Schrein, oder? Wir sind ja schon bei 1,4. Ich würde trotzdem gern erstmal hier einen Perk bekommen. So, Bomben oder so eine Holztruhe. Bomben, ich nehme jetzt einfach mal die Holztruhe, auch wenn ich davon jetzt nicht so überzeugt bin. Na super. Soul Heart oder Intelligenz?
Das wäre natürlich super, aber ich nehme jetzt erstmal Intelligenz. Weil ich halt auch nicht weiß, wie oft man noch diese Möglichkeit dafür bekommt vom Boss. Immerhin paar Goldmünzen. Warum nicht so? Nochmal Intelligenz. Das passt jetzt echt ganz gut. Mehr Schaden wäre schon mal super. Weil in Combat Drop im Mana Star und Dash. Mehr Mana. 50% increased damage bonus from Mana. Ja. Warum nicht? Gut. Wir haben keine Schuhe. Wir haben auch noch keinen Kopfteil. Von daher wäre das, glaube ich, auch relativ egal. Ich glaube, ich nehme hier erstmal Schüchen. Das ist ja schon eigentlich wieder einer für mich hier, so mit zielsuchenden Schüssen. Gut, dann hätten wir das schon mal. Stamina Recovery Speed. Ja, gut, kann man nehmen. Dafür müsste man dann halt dashen und so, ne? Stärke oder... Ja, medium amount of gold. Gold, gold, gold. Das geht halt eigentlich auch mit dem... Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das geht mit dem Dash. Ich brauche keinen Dash, solange ich mich so ein bisschen außenrum bewege. Dann kriege ich natürlich Schaden, ist klar. Random Potion oder ein Shop. Ich nehme mal einen Shop. Wir haben 24 Münzen und was gibt es Tolles? Poison Infusion für 10 Räume. Für 13 Gold. Salat. Brauche ich nicht. Wer will schon Salat? Freezing Scepter. Cold Elemental Magic. Oh. Chill Frostbite. Das klingt gar nicht mal so verkehrt. Aber ich hätte gerne beide. Aber ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal. Ich hole mir die Waffe. Ach, das ist so ein Ding wieder. So ein Beamlaser. Faster Stamina Recovery um 40%. Ja toll, jetzt habe ich hier eine Armory. Okay, was haben wir hier? Bubble Wand, ja. Dann nehme ich natürlich den. Sieht schon super aus. 60 bis 90. Das ist Thrust. Das ist halt Magic. Das ist auch Magic, aber Thrust. Und das Elemental noch. 100 bis 125. Hat halt echt eine hohe Reichweite. Eine richtig, richtig hohe Reichweite. Treasure Rock. Oder Random. Ich hole mir mal hier den Rock. Ich will den Rock. Ich mach schon wieder Blödsinn. Was ist das denn? Yay, okay, dann bin ich noch nicht sofort tot. Health Fountain. Ich muss mich erst mal um die Fliegenden kümmern, bevor ich mich um die hier kümmere. Ich glaube, das ist so halt wirklich am besten. Gut, bin wieder zurück im Spiel. Event können wir nicht nehmen. Consumable.
Das ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Ich habe jetzt halt echt wenig XP bisher bekommen. Das macht es halt schon relativ einfach, wenn man zumindest nur ein, zwei Perks hat am Anfang. So, Bomben oder Intelligenz. Ja, bräuchte halt auch Bomben, aber ich brauche auch Intelligenz. Das Tolle ist an diesen Zeptern oder Zauberstäben, dass sie zielsuchend sind, so ein bisschen. 2,9. Okay, also, das ist alles so eine Sache. Einen Helm haben wir noch nicht. Das ist halt richtig gut. Ich kann einfach ganz weit weglaufen und dann kann ich hier auch besser ausweichen. Wenn ich dabei nicht rede, dann klappt das auch halbwegs. Bunny Ears. Was tut man nicht alles für Movement Speed? Ich hole mir jetzt erstmal wieder Bomben. Das mit diesen Bienen hier könnte halt ein bisschen blöd werden. Fehlt so ein bisschen Flächenschaden. Wooden Chest oder Gold? Ich brauche mal Gold. Ich brauche Gold. Na gut, wenn ich hier auf Distanz halten kann, ist das natürlich super. Solange davon nicht zu viel auf einmal kommen. Das ist echt super. Ich brauche nur zu schießen. Ich weiß nicht, wo die auftauchen, aber dann fliegen die Schüsse da automatisch hin. Blacksmith. Ja. Ein Schlüssel. Ich glaube, wir werden jetzt einfach mal das Ding aufwerten. Wobei diese Upgrades kommen mir nicht so stark vor. Zumindest nicht vom Schaden. So, Gold oder Random Consumable. Wir haben nicht mehr so viel Gold. Gut, das ist aber auch keine Potion oder Infusion. Deswegen fällt das für mich dann sowieso erstmal so ein bisschen flach. Oh, das ist blöd hier. Das ist blöd hier. Blöd gelaufen. Ach, du machst dann hier auch einen auf Aggro. Brauch die gar nicht sehen. Ich muss da nur irgendwo hinschießen, wo ich denke, dass sie sind. Dann reicht das schon.
Da waren es wieder 10. Was gibt's denn hier noch so? Gut, das ist alles uninteressant. Toad Plague Scroll. Das klingt super. Das klingt doch super. Poison Elemental Magic. Okay, das ist auf jeden Fall Flächenschaden. Laufen die dann zufällig? Will ich mal ausprobieren. Random Potion. Bomben. Ah, Potion. Das Blöde daran ist halt nur, dass ich auf noch mehr Zeug achten muss. Dass sie das halt schon schwerer machen, überhaupt zu sehen, was da alles so rumschwirrt. Mehr Attack Speed. 15% immerhin für 5 Bäume. Da haben wir noch einen Shop. Wir haben zu wenig Gold. Also im Prinzip mag ich das schon, ja, aber das ist halt echt. Es ist zwar, die sind zwar grün und kann man auch erkennen, aber wenn da zwischendurch noch sowas rumfliegt. Sowas hatte ich ein bisschen befürchtet. Jetzt haben wir 2 Schlüssel und wir können hier aber noch runter. Dann machen wir das doch auch. Wenn wir. Ah, guck, hier brauche ich auch noch Schlüssel. Und nur Gold. Das war jetzt echt ein bisschen mager. Wir haben noch eine Bombe. Also, wir haben über 20. Ich glaube. So 20 Gold, über 20 Gold ist schon okay. Dann kann ich auch erstmal gucken, dass ich was anderes nehme. Gut, mit dem Ding hier muss man halt nicht zielen. So wirklich. Nur ungefähr die Richtung. Intelligenz mal wieder. Das hat ja überhaupt nicht lang gedauert. Also dieses Mal ist das aber ganz schön hier ziemlicher Mangel an Intelligenz. Gut, auch nicht zum ersten Mal. Hauptsache, ich habe was zu lachen. Der Rest ist mir egal. Ach ja. So, Range Weapon natürlich nicht. Jetzt ist halt die Frage, will ich beim Boss... Also auf jeden Fall haue ich mir erstmal hier Berserker Potion rein. Und... Bubble Wand, ja... 100 bis 125, das ist halt schon mit Poison, ne? Das ist nicht so verkehrt, aber ich probiere das einfach mal. Oh, hallo. Hui, das war ja schon knapp. Muss halt eigentlich auch nur ausweichen. Nur. Das lief besser, als ich dachte. Lightning Boots, okay. Wenn wir dashen, wird nahestehender Gegner vom Blitz getroffen. Ja, nee. Ich glaube, Stamina Recovery ist da generell besser. Weil das heißt im Prinzip überleben. Kein Schlüssel, dann fällt die Truhe auf jeden Fall weg. Das ist bei solchen Gegnermengen ist das natürlich super. Fällt mir. Also Toad Plague Scroll, ja, das ist nicht so schlecht. First Shrine oder Intelligenz.
Wir müssen aber den Kiefer benutzen. Ich hätte jetzt echt so langsam gern mal hier noch einen Perk. Vielleicht Attack Speed. Attack Speed oder mehr Damage. Potion. Hä? Gut, Armor. Nee, ich bleib jetzt dabei. Ich bleibe dabei. Oh, Weapon Upgrade. Ja. Ja, ja. Nehme ich. Bis 165 jetzt. Das ist doch schon mal was. So. Blacksmith, können wir direkt die Waffe nochmal aufwerten. Oder Bomben haben wir genug, also dann ist das auch keine Frage. Infusion kriegen wir da oben, ja, das ist auch super. Und ja, das ist doch schon bis 180 dann. Shop können wir uns knicken. Sowieso, dann machen wir natürlich hiermit weiter. Wow. Ihr müsst auf jeden Fall sterben. Ihr müsst schnell sterben, sonst wird das hier unangenehm. Lightning für 10 Räume. Hebe ich mir, glaube ich, wieder für den Boss auf. Da mal ein bisschen Dex könnte ich jetzt schon nehmen, aber ich hole mir erstmal lieber hier das Gold. Event oder noch ein bisschen Gold. Ich will mal gucken, was gibt es denn hier? Was bist du denn? Göttin der Sünde. 20 Gold. Ich habe keine 20 Gold. Ja, das ist toll. Hier nehmen wir natürlich dann wieder Int. Ich weiß zwar nicht genau, wie Poison funktioniert, aber ich mag das. Ich gehe mal stark davon aus, dass es Schaden über Zeit, irgendwie sowas in der Richtung. Oh, für jede Soul Heart mehr Schaden, aber 8%. Unsere maximale Lebensenergie ist 20, also ein... Nee. 25% Chance, dass wir einen Blitzschlag triggern. 0,2 Sekunden Cooldown, Single Out... Single Out wäre natürlich super gegen Bosse. Auch mit dem jetzt hier, mit dem Zauberstab, mit der Schriftrolle da. Ich glaube, ich nehme das. So, Soul Heart oder Int. Hier 8 haben wir, dann nehme ich hier ein Soul Heart. Dann haben wir das so ein bisschen ausgeglichen hier mit der Waffe. Seelen oder eine magische... Ja gut, dann nehme ich Seelen. Ach, ihr mal wieder. Das Blöde ist jetzt halt nur, es sind 2. Deswegen müssen wir jetzt eigentlich erstmal hier den Saft abdrehen. Ein paar Froschschenkel gefällig. Verdammt. Mindestens ein Treffer war zu viel. Bloodchest oder Bomben haben wir. Ich nehme jetzt mal Bloodchest. Kann ja durchaus auch mal was ganz Nettes drin sein. Dann, das habe ich hier überhaupt nicht gesehen. So, was haben wir denn hier? Na toll. Also dafür ein Herz abgeben.
Ich weiß ja nicht, nein. Dragon Slayer Stash. Das klingt gut. Das klingt gut, aber Waffe brauche ich jetzt eigentlich. Bomben haben wir aber trotzdem genug. Oh mein Gott, ist das ein Mist hier. Das sind doch sowieso die besten Waffen, mit denen man überhaupt nicht zielen muss. Könnt ihr jetzt mal bitte sterben? Danke. Mein Gott. Ach, ich brauche einen Schlüssel dafür, verdammt. Ja. Ich nehme jetzt den Schlüssel. Verdammt, das war jetzt echt Mist. Wie war das noch? Immer mindestens ein, zwei Sachen bei sich haben. Elf Gold sind zu wenig. Ich sollte mich mal auf einen hier konzentrieren. Ich lasse mich immer dazu verleiten, auf mehrere zu schießen, die nach und nach zu erledigen, obwohl ich es eigentlich besser weiß. Verdammte Axt! Ja, Heilung ist King. Intelligenz, Mage, Stash, dafür braucht man Schlüssel. Von der XP wird das halt nichts, wird das nicht reichen, dann nochmal einen Perk zu kriegen. Irgendwas Tolles, Life Drain Scepter. Oh, wir stellen ein Health und Kill wieder her. Das ist ja mal auch wieder so ein Beam-Dingen. Toll, jetzt haben wir hier wieder einen Dragon Slayer Stash. Kann ich nichts mit anfangen. Ich bleib jetzt erstmal dabei. Gerade hier dann in solchen Räumen. Oh, ja, das war nie auf solche Gegner zu bewegen. Intelligenz. Plus 3 sogar. Das klingt doch schon mal gut. Fokus Froschfeuer. Goldene Truhe, wir haben keinen Schlüssel. Manchmal übersehe ich das mit diesen blöden Schlüsseln. Weil ich da nur die Truhen sehe und denke mir, hey, will ich haben? Ja, will ich auf jeden Fall haben. Warum hat der keine Brechstange? Ja, gut, Waffe brauchen wir jetzt nicht. In der Ecke laufen ist halt auch immer eine schlechte Idee. Na, verdammt. Das war jetzt gemein.
Da bin ich genau reingelaufen. So viel zum Thema. Einfach laufen, einfach im Kreis laufen und man wird nicht getroffen. Nun gut, das war die Froschplage und wir haben fast wieder 2000 Seelen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.